Ja, ich würde sagen, kommen wir damit zu Bernd Baumann, dem Vertreter der AfD, was er zu Israel und zu den deutschen Waffenlieferungen nach Israel zu sagen hat. Dass man Bernd Baumann von der AfD ist nun am Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer diese Fernsehbilder gesehen hat, der trauernden Mütter und Väter, der ist überwältigt von all dem Leid, von den Tränen der Angehörigen, von dem Schreien der Mütter vor Schmerz. Jetzt am Jahrestag des Überfalls islamistischer Terroristen, auch wegen der über 100 Frauen, Kinder und Männer, die immer noch als Geiseln in Todesangst dahin vegetieren. Als Geiseln von Islamisten und Mördern, die wir verabscheuen, die Israel auslöschen wollen, die alle Juden ins Meer treiben wollen. Denen halten wir entgegen. Wir stehen zum Existenzrecht Israels, zum Lebensrecht des jüdischen Volkes, meine Damen und Herren. Was mich beim Jahrestag des Hamas-Überfalls besonders beeindruckte, waren Stimmen wie die einer israelischen Frau. In all ihrem Schmerz sagte sie, wir müssen auch um alle palästinensischen Kinder weinen, die jetzt sterben müssen. Meine Damen und Herren, das ist menschliche Größe, vor der ich mich verneige, und eine Grundeinstellung, die einzige Grundeinstellung, die zu einem wahren Frieden führen kann. Doch der Jahrestag des Hamas-Terrors führt nur etwas ganz anderes vor Augen. Am Montag tobten sich Antisemitismus und Judenhass hier in Deutschland aus. Offen und brutal. Brennende Autoreifen, Steine auf Polizisten, explodierende Feuerwerksgeschosse, Nebelschwaden über unseren Städten, Berlin, Neukölln, Kreuzberg, Essen, Frankfurt und vielen anderen. Und die Forderung, alle Juden zu töten, Israel auszulöschen. Die Lage in Deutschland eskaliert. Straftaten gegen Juden haben sich verdoppelt. Zu 90% muslimisch, religiös motiviert, wie die Statistiken sagen. Jüdische Kindergärten, Schulen, Synagogen, sie müssen geschützt werden, mittlerweile wie Hochsicherheitstrakte. An Universitäten werden jüdische Professoren und Studenten von radikalen Muslimen bedrängt und einem linksextremistischen Mob, der sich mit ihnen verbündet. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnten sich Hunderttausende Israel- und Judenhasser hier mitten in unserer deutschen Heimat einnisten und ihr Unwesen treiben? Das kann ich Ihnen sagen. Das war die deutsche Migrationspolitik, vor allem in den 16 Jahren der Unionsregierung. Sie tragen Schuld und Verantwortung. Das sind Ihre Judenhasser, hunderttausendfach. Aber wer ist denn die Union? Wer ist denn die Union hier im Bundestag? Welche Personen waren das denn? Das waren Sie, Herr Spahn, Herr Linnemann, Herr Frey und drei Viertel der heute noch hier sitzenden Unionsfraktion. Sie alle tragen persönlich Verantwortung und Schuld für diese schrecklichen Zustände in unserem Land. Bekennen Sie sich endlich dazu. Und noch etwas anderes ist wichtig. Die Hamas-Terroristen hatten am Tag des Überfalls auf Israel. Ja, also das ist auch ein interessantes Argument. Die Migranten, die hier in Deutschland sind, wir hatten diesen Antisemitismusbegriff vorhin schon in die Bank. Für solche Leute wie Bernd Baumann oder Friedrich Merz bedeutet Antisemitismus einfach nur, man kritisiert die israelische Regierung. Aber das ist auch ein interessanter Punkt, den man an den Migranten zu kritisieren hat, die hier seit 2015 hergekommen sind. Sie finden Israel nicht toll genug. Sie mögen Israel nicht genug. Also ja. Das ist auch interessant, dass so eine Partei wie die AfD, die immer sagt, uns geht es um deutsche Interessen, uns geht es darum, dass wieder Politik für Deutschland gemacht wird, dass deren wichtigstes Argument gegen die Migration hier jetzt bei einer Rede zu Israel, dass deren wichtigstes Argument gegen diese Migranten jetzt ist, dass sie nicht entschieden genug hinter der israelischen Politik stehen, während diese gerade einen Völkermord im Gazastreifen durchführt. Ja, irgendwie Doppelmoral, würde ich sagen. Aber die AfD ist ja dafür bekannt, dass sie alles, was sie tun, an Argumenten in die Hand bekommen gegen Migration, nutzen. Wie gesagt, ich habe Studien beim Mediendienst Migration gesehen zum Thema Antisemitismus von Zugewanderten. Der ist zu Beginn höher als bei der durchschnittlichen deutschen Bevölkerung. Aber nach 3 Jahren hat sich das abgebaut. Aber ist der so übertrieben, wie er das sagt? Nein, ich müsste sie jetzt nochmal raussuchen, nur das mache ich jetzt nicht in so einer Live-Reaction. Da suche ich nicht nebenbei irgendwelche Studien raus. Sagen Kann man wir aber mal so, finden. Mediendienst Migration. Also die Kritik an Israel dürfte unter Migranten, vor allem aus dem arabischen Raum, sehr viel ausgeprägter sein als
Bei Leuten in Deutschland, alleine schon, weil Israel alle Nachbarländer, alle arabischen Nachbarländer, die es hatte, in den letzten 70 Jahren immer wieder überfallen hat und dort Zehntausende Zivilisten umgebracht hat. Also wir sehen ja gerade, wie Israel im Gazastreifen wütet, wie es in Libanon einmarschiert gerade. In Syrien, da hält Israel seit 1967 die völkerrechtlich zu Syrien gehörende Golanhöhen besetzt. Also alle arabischen Länder hatten in den letzten, oder alle arabischen Nachbarländer von Israel zumindest, hatten in den letzten Jahrzehnten massiv unter der israelischen Politik zu leiden. Und dementsprechend negativ sind viele Bevölkerungen dort auch auf Israel zu sprechen. Ja, ich habe nur, also ich habe nicht mitbekommen, dass hier ein Mob durch die Straßen zieht, der die Vernichtung aller Juden fordert. Das hätte ich dann gerne doch irgendwie belegt, wenn er so eine Behauptung aufstellt. Und das mit Linken zu verbinden, ja, haben wir bei Merz ja genauso gehört. Das Kritik an Israel ist nicht direkt Antisemitismus. Noch eine andere abgründig frauenfeindliche Seite gezeigt. Bilder von jüdischen Frauen und Mädchen, nackt ausgezogen, geschlagen, erniedrigt, blutend über das Straßenpflaster gezerrt, immer wieder vergewaltigt. Diese entsetzlichen Szenen filmten die Täter und stellten sie als Videos und als Trophäe ins Internet. Und hier bei uns zu Hause, das ist das Entscheidende, bejubelten zehntausende muslimische Männer dieses Vorgehen. Sie feierten diese schmutzigen Videos auf unseren Straßen. Wie ekelerregend mit einer AfD-Regierung diesem Land wäre so etwas niemals passiert. Nicht genau. Also was ich mitgekriegt habe, ist, dass es Jubelstürme gab oder einen Jubelausbruch, als Iran Israel angegriffen hat mit der Raketensalve. Das ging ja durch die Presse durch. Aber was er gerade gesagt hat, ich habe es nicht mitgekriegt. Kann sein, dass das natürlich, kann sein, dass es passiert ist. Ich weiß es nicht. Ja, und auch bei diesen Berichten vom 7. Oktober, wir gehen da jetzt nicht en Detail drauf ein, weil wir nicht wissen, worauf er sich hier genau bezieht. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, da die israelische Armee hier sehr viel Kriegspropaganda verbreitet hat. Also man hat ja Berichte von geköpften Babys beispielsweise verbreitet, die es so nicht gab. Also viele Berichte aus Israel, die haben sich hinterher als Lügen entpuppt und die Regierung Netanyahu, die blockiert bis heute eine Aufklärung des 7. Oktobers, damit eben auch öffentlich gar nicht so klar wird, was war jetzt israelische Kriegspropaganda, was ist dort tatsächlich passiert. Also Israel, wir können es ja mal kurz einblenden, du hast mir da einen Artikel geschickt. Also er wird sich hier gerade, nehme ich mal an, auf den 7. Oktober bezogen haben. Israel hat während des 7. Oktobers auch viele Zivilisten selber getötet, um zu verhindern, dass die Hamas da Geiseln nimmt. Dieses Vorgehen, das firmiert in der IDF unter dem Namen Hannibal-Direktive. Also Israel hat dort eigene Geiseln getötet, damit die Hamas halt da nicht keine Verhandlungsmasse in ihrer Hand hat. Das ergibt aus militärischer Sicht Sinn. Ja, lässt aber dieses Narrativ, Israel ging es nur um die Befreiung der Geiseln, um den Schutz der eigenen Bevölkerung, lässt dieses Narrativ aber doch arg in Zweifel stehen. Und ich habe auch Videos gesehen. Ich weiß nicht, ob die alle, ne, das waren definitiv nicht alles KI-Videos, von erschossenen Kindern, von erschossenen Journalisten mit Pressewesten und so weiter. Die Dinger kursieren teilweise auf Plattformen, wo du sowas verbreiten darfst. Das werde ich mir allerdings nicht nochmal reinziehen. Also der Tag war richtig beschissen, als ich sowas gesehen habe. Außerdem neigt man danach zur Emotionalisierung und das ist auch nicht gut, wenn man Kritik anbringen will. Weil das wird's auf, im Kriegen ist so etwas leider normal. Menschen sterben dort auf die schlimmstmöglichsten Arten und Weisen. Etliche Migranten, auch aus muslimischen Ländern, schaffen es ja, sich zu integrieren. Aber allzu viele leben hier Hintergrundmuster fremder Kulturen aus, mit ganz anderen Frauen- und Männerbildern, allzu hoher Gewaltbereitschaft, alltäglichen sexuellen Belästigungen in Bussen, Bahnen, Schulen, in Freibädern, Volksfesten, überall, weit über 50.000 Vergewaltigungen hierzulande durch muslimische Flüchtlinge und überall die Angst unserer Frauen und Mädchen. Selbst Cem Özdemir, grüner Minister der Ampelregierung, gibt jetzt erstmals zu, wie sehr seine eigene. Dazu möchte ich mal kurz was einbringen. Ich habe ja die PKS mal ein bisschen auseinander, also das heißt auseinander, ich habe mir auch mal ein bisschen die ausgewertet. Die Überrepräsentation von Ausländern bei Vergewaltigung ist tatsächlich von 6, auf 3 zurückgegangen in den letzten 25 Jahren. Macht's das besser? Weiß ich nicht, aber ist es so schlimm, wie er das sagt? Sicherlich auch nicht.
Das ist aber ein interessanter Fakt, den ich da gesehen habe, weil nach dem, was ich gehört habe, hieß es immer, dass es jeden Tag schlimmer wird, die Kriminalität explodiert. Wir leben hier quasi kurz davor, dass die Leute marodierend durch die Straßen ziehen. Und das kann ich daraus nicht entnehmen. Eine Tochter migrantischen Männern sexuell attackiert und bedrängt wird. Solche andauernden sexuellen Übergriffe haben SPD und Grüne aus ideologischen Gründen jahrzehntelang geleugnet. Das haben die Bürger nun endgültig satt. Sie haben SPD und Grüne bestraft, in Wahlen geradezu dezimiert und die Grünen Realitätsverweigerer gleich ganz aus den Parlamenten geschmissen. Und das ist wohl auch der einzige Grund für ihren plötzlichen Sinneswandel. Hör jetzt mir. Die Wähler haben die AfD stark gemacht, weil das der einzige Weg ist, der das Leben für Frauen in Deutschland wieder sicherer macht. Und das ist auch der einzige Weg, der dafür sorgt, dass man als Jude in Deutschland wieder sicher leben kann. Ja, also ich finde es auch interessant, wie die AfD immer diese Opferideologie der Wokeness beispielsweise kritisiert, aber sich jetzt wieder selbst so eine Opfergruppe sucht, hinter der sie sich versteckt und für die sie sich ganz laut einzusetzen meint. Also man übernimmt hier genau die Argumentation der Gegner, wenn es einen selbst in den Kram passt. Ja, auch interessant. Denn eigentlich, wenn man jetzt bei diesem Israel-Thema deutsche Interessen vertreten wollte in einer Rede, dann könnte man sagen, wir sind dafür, dass Deutschland sich nicht in diesen Konflikt einmischt. Deutschland sollte neutral sein. Dieser Krieg ist allgemein nicht in deutschem Interesse. Ich gehe jetzt auch gar nicht auf die Geschichte, auf die Verwicklung ein. Mir geht es nur darum, dass Politik im Sinne Deutschlands gemacht wird und Deutschland sollte sich nicht an den Kriegen anderer Länder beteiligen. Deutschland hat auch kein Interesse daran, dass es zu weiteren Flüchtlingswellen aus der Region kommt. Entsprechend sind wir da raus. Nein. Das wäre das Einzige, was ein AfDler sagen müsste. Er müsste sich gar nicht sagen sollte, wenn er denn deutsche Interessen vertreten würde. Aber hier vertritt man keine deutschen Interessen. Man steht ja auf der Seite Israels. Und warum macht man das? Weil Israel der engste Verbündete der USA in der Region ist. Also es zeigt mal wieder, also es zeigt meiner Ansicht mal wieder, was für eine transatlantische Vasallenpartei auch die AfD ist. Wie gesagt, insbesondere finde ich halt es interessant, dass sie die Hauptursache für Flüchtlingsströme in den letzten, seit 2015, sagen wir, oder seit 2014, waren immer wieder Kriege in den Ländern vor Ort und Destabilisierung, sei es Syrien, sei es Ukraine, Libanon etc. Und jetzt haben wir in Libanon wieder eine groß angelegte Destabilisierung. Dort sind aktuell 1,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Wo werden die wohl irgendwann aufschlagen? Also sollte es doch als in dem Interesse der AfD sein, als migrationskritische Partei, dass diese Ursachen ja nicht stattfinden. Und was meinst du, was passiert, wenn Israel noch mehr Kriege dort unten anzettelt? Das sorgt ja nur für noch mehr Flüchtlingsströme aus arabischen Ländern. Ja, was lassen sich diese verdammten Araber auch von Israel vertreiben? Also die AfD steht hier in einem zentralen geopolitischen Konflikt unserer Zeit ganz klar an der Seite der USA und das ist für sie wichtiger als das Migrationsthema. Das widerlegt übrigens auch alle Leute, mit denen ich in der Vergangenheit auch debattieren durfte, die gesagt haben, ja, für die AfD ist das Migrationsthema am wichtigsten. Sie setzt sich dafür ein, dass so wenig Flüchtlinge nach Deutschland und allgemein nach Europa kommen wie irgend möglich. Nee, nee. Also hier ist es wichtiger, einen amerikanischen Vasallenstaat im Nahen Osten mit Waffen und Geld zuzuschütten, damit er dort eben die Aufsicht über die Region führen kann, so wie seine eigene Agenda durchziehen kann. Hier sind deutsche Interessen relativ egal.